Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut und Low Carb Keto Kräuterbaguette. Guten Tag, liebe Zuschauer. Jetzt mache ich einen Klassiker aus der Altstadt, der historischen Altstadt von Nürnberg. Und zwar Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut. Das ist oftmals, wenn Sie schon mal in Nürnberg waren, in der historischen Altstadt, einer der Klassiker der historischen Wurstküchen. Praktisch, die werden gebraten, die Nürnberger Rostbratwürstchen, und auf einem Bett von Sauerkraut serviert, mit Senf dazu, manchmal auch Brot dabei. Da wir das normale Brot nicht essen dürfen, nehmen wir heute ein Kräuterbaguette her. Lassen Sie sich überraschen. Halt, ich möchte noch kurz sagen, ich habe hier ein Sauerkraut gewählt aus dem Glas. Das ist schon fertig gewürzt, muss praktisch nur noch erhitzt werden. Schlachtekraut mit Schinkenwürfeln heißt das. Hat aber auch nur, doch, na, was heißt nur, auf 100 Gramm 3,7 Gramm Kohlenhydrate, 500 Gramm sind drin. Aber so ein ganzes Glas isst ja keiner. Das heißt, ich nehme da eine Portion raus, erhitze die und dann ist das gut. So wird man es zu Hause ja auch machen. Muss man nicht immer das Original, also ungewürzte Kraut nutzen. Sicherlich hat es von Haus aus weniger Kohlenhydrate, aber bei diesen Portionchen geht das schon. Dafür isst man dann ein oder zwei Nürnberger Würstchen mehr. Bis gleich. Gut, und dann geht's auch schon los. Die Pfanne habe ich bereits eingeschaltet. Da braten wir die sechs Nürnberger Rostbratwürstchen drin. Auch wieder mit Deckel, so wie bei unserem 3 im Wecker. Genau das gleiche Verfahren. Hier ein Topf, da hineingeben wir das Sauerkraut und auch da, also habe ich ausgeschaltet. Und auch da können wir bereits den Ofen einschalten. Schlachtekraut. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja, oh, fest zu gewesen. Das ist auch gut so. Ui, hat einen guten Geschmack. Jetzt schauen wir mal. Da tun wir jetzt was rein. Schlachtekraut. Nicht zu viel, weil wir dürfen nicht gegen die Kohlenhydratregeln verstoßen. So, ausschauen tut es ja super. Gut, ich würde sagen, noch eine Gabel. Es ist halt auch so, der Weißkohl hat ja auch Zucker. Ist ja nicht so, dass der Weißkohl zuckerfrei wäre, gell? Ein paar Schinkenwürfel und ein bisschen Kümmel dazu. So, da haben wir noch ein Gäbelchen und dann passt's. Ich würde sagen, das reicht locker. So, der Rest kommt in den Kühlschrank. Da kann man es dann auch aufheben, wunderbar. Gut, das haben wir. Unser Schlachtekraut. So, nur kurz erhitzen und dann ist das auch fertig. So, also das haben wir. Dann kommen hier die Würstchen hinein. Nürnberger Rostbratwürste, 6 Stück müssten genügen. Ne? So. So, rein damit. So. Jetzt geht auch schon los. Deckel drauf. 6 Stück. Wunderbar. So. Was haben wir? Das Kraut kocht auch schon. So, einfacher geht's kaum. Ja, Sie sehen, die einfachen Gerichte sind auch oft sehr gut, schmackhaft. Muss nicht immer absolut aufwendig sein, alles. Man will ja auch so kochen, Low Carb Keto heißt nicht besonders aufwendig, sondern für alle Lebenssituationen soll das natürlich da sein. Ne? Nicht nur für Gourmets, sondern auch für den Alltag, wenn man abgearbeitet von der Arbeit nach Hause kommt und gar keine Lust hat, irgendwas zu kochen. Aber Würstchen braten und Sauerkraut erhitzen und eine Scheibe Brot runterschneiden sollten eigentlich kein Problem darstellen, okay?
So, das kocht. Das schalten wir auch gleich wieder aus. Schaut, so schnell geht das. Wahnsinn. So, ausschalten. Und hier schauen wir. Die dauern noch ein bisschen. Da legen wir einen Deckel drauf. Und hier nicht zu viel Flüssigkeit verloren geht. Wenn die fertig sind, dann melde ich mich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Es dampft und brutzelt. Die Würstchen sind gleich fertig. Sehen wir wieder, der Wasserdampf durch das Loch im Deckel natürlich entweichen kann. Und hier drumherum keinerlei Fettspritzer und die Würstchen sind rundherum wunderbar goldbraun. So, daher die Nürnberger immer mit Deckel braten. So, das Kraut ist auch fertig. Jetzt schneide ich von dieser halben Zwiebel Scheibchen runter. Die werden wir drüber streuen, so wie wir es aus dem vorherigen Video unseren 3M Wegler kannten. Gibt einen wunderschönen Geschmack. Rohe Zwiebeln lieben viele Menschen. Sind auch sehr gesund. Ja, Streifen, das passt, oder? Nein, die sind zu groß. Machen wir es einmal in der Mitte nochmal durch. So, so jetzt. Fertig. So passt's. Dann habe ich hier noch was von meinem geriebenen Knoblauch. Dann ist der auch verarbeitet. Drei kleine Tomätchen habe ich noch hergerichtet. Petersiliensträußchen und den Löwensenf. Hier ist unser Brot. Da schneiden wir uns jetzt zwei Scheiben davon ab. Also Brot, Baguette, Kräuterbaguette. Low Carb Keto natürlich. Nicht zu dick die Scheiben. So, einmal. Und zweimal. So, jetzt. Gut, passt, würde ich sagen. Dann nehmen wir hier den Deckel ab. Jetzt tun wir mal das Kraut darüber. Heiß, da stellen wir den Teller hin. So. Und den richten wir schon an. Brauche ich bloß was, der Deckel wird heiß sein. Ja, ist er auch. So. Schaut, wie goldbraun die Würstchen werden, wenn sie den Deckel drauf lassen, rundherum. Immer ein bisschen durchschütteln. Das ist was fürs Auge. Wahnsinn. Gut, da ist der Deckel auch heiß. Den tun wir weg. So. Als erstes würde ich sagen, geben wir das Kraut auf den Teller. Ist kein Riesenteller, soll nur eine kleine Portion werden. Ja, nicht, dass wir unsere Ketose missachten. So. Schlachte Kraut. Jetzt ist die Frage, legen wir es aufs Krautbett drauf oder seitlich daneben. Ich würde sagen, vielleicht drauf, weil ich glaube, das ist die klassische Variante, wenn ich mich nicht irre. In Nürnberg, in der historischen Altstadt. So. Gehen wir es drauf oder, na, gehen wir es daneben hin. Gehen wir es daneben hin, in unserem Fall, finde ich jetzt aktuell etwas besser. Schlachte Kraut. So. Schön anrichten. So. Gut. Dann die Würstchen. Sechs Stück an der Zahl. Oh ja. Oh oh. So. So da. Schau mal, haben wir da irgendwo einen Fettfleck, ja, dann ist weg. So, fürs Foto dann natürlich auch schön aussehen. So, ja, schön. Gut. Das haben wir jetzt. Müssen wir die Zwiebel drüber.
würde sagen, das. Na, gehen wir die andere auch noch, dann passt es. Na, nicht sparen mit der Zwiebel. Kann auch da noch was hin tun. So. Gut, sehr schön. So. Gut. Dann den Knoblauch, den geraspelten. Gehen wir jetzt auch ein bisschen rüber. So, einmal drüber. So. Und von dem Würstchen halt dann auch was sieht. So. Tomaten. Die auch hier noch. Die geben wir hier hinten hin. So. Petersilie würde ich sagen hier dazwischen. Und dann noch etwas Senf. Scharfen Senf. Gebe hier drauf. Gut, dann noch unser Brot, einmal hierher, einmal dort, dann ist das schon fertig, würde ich sagen, ne? Haben wir nichts vergessen, nein, alles dabei, so, 6 Nürnberger Rostbratwürstchen mit Schlachtekraut, also Sauerkraut, halbierten Tomätchen, Zwiebeln, Knoblauchstreifen, scharfen Senf und Kräuterbaguette ist fertig. Wir sehen uns beim Verköstigen. So, meine lieben Zuschauer, und schon wieder haben wir es geschafft. Unser Nürnberger Spezialitätenteller, 6 Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut und 2 Scheiben unseres Kräuterbaguettes, garniert mit Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Tomaten und scharfem Senf. Jetzt schauen wir mal, ich habe natürlich wieder die Aufgabe, die schlimme Aufgabe, das zu probieren wahrscheinlich. Kräuterbaguette ist wie immer gigantisch. So, nehmen wir einfach mal ein Würstchen und dann nehmen wir ein bisschen Zwiebeln dazu, frische. So, so schaut es. Senf. So. Mhm. Super. Das schmeckt. Man sagt, auf diese kurze Zeit, wo man das zubereitet, probieren wir das Kraut. Sehr gut. Dafür, dass es fertiges Kraut aus dem Glas ist, ist es eigentlich sehr gut. Kann man essen, das passt. Gibt es nichts dagegen einzuwenden. Bisschen rauchig schmeckt es durch die Räucherspeckwürfel. Gut. Das lassen wir uns eingehen natürlich, gell? Da sagen wir nicht nein. Nochmal ein Nürnberger Würstchen mit dem scharfen Senf, Löwensenf natürlich. Hm.
Und Sie sehen auch die Nürnberger Bratwürstchen alle rundherum braun. Es geht halt nur, wenn man den Deckel auf der Pfanne lässt, ne? In Öl. Erstens mal hat man den Vorteil, dass nicht gespritzt von dem Öl aus der Pfanne raus, und zweitens mal ist eine super Farbgebung zu dem Würstchen. Ne? Ja. Also ein Klassiker aus Nürnberg. In der historischen Altstadt gibt es ja lauter so kleine Restaurants oder Wirtshäuser, wo sie das serviert bekommen. Natürlich, manche haben auch was Originales, oder ist nur einer, weiß ich gar nicht genau. Auf Zinntellern, ne, auf Zinntellern serviert mit Kraut. Dann sind da die Nürnberger Rostbratwürstchen auf dem Kraut drauf, glaube ich, oder daneben, je nachdem. Brot ist dabei. Was will man da mehr, ne? Und dann ist man gestärkt für einen Stadtrundgang in Nürnberg, ne? Gut. Genug geschwärmt, jetzt möchte ich mich verabschieden. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.